Hallöchen und willkommen zu einem neuen Update-Video, weil gefühlt nach einem Jahr endlich mal wieder ein Update für den Phoenix A320 rausgekommen ist. Was sich genau geändert hat und was auch die nächsten Monate noch kommen wird, schauen wir uns jetzt zusammen an. Let's go! Das Update des Phoenix ist die V2, also die erste Kernsanierung vom Phoenix seit seinem Release vor über einem Jahr. Und das Update kommt in zwei Teilen. Der erste Teil ist jetzt schon draußen, den könnt ihr ganz normal über die Phoenix Desktop App runterladen. Der zweite Teil soll dann im September kommen. Im ersten Update wurde jetzt hauptsächlich das Fly-by-Wire, also die Steuerung des Flugzeugs, überarbeitet und damit verbunden auch das Flugmodell, was angepasst wurde. Man merkt sofort beim Fliegen, dass sich da was geändert hat und der Phoenix lässt sich jetzt deutlich schöner fliegen, vor allem aber auch schöner landen. Wundert euch nicht, wenn ihr beim ersten Landeversuch den Flieger floatet wie ein Weltmeister, man muss sich da einfach erst dran gewöhnen. Mein Gefühl ist aber auf jeden Fall, dass er sich jetzt viel besser fliegen lässt als vorher, auch wenn noch nicht alles ganz perfekt abgestimmt ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Kurven in den Einstellungen auf linear eingestellt habt, um den besten Realismus zu bekommen. Vor allem bei Seitenwind fällt halt direkt auf, dass man jetzt deutlich schöner landen kann als vorher, da war es ja eher immer eine Känguru-Landung. Was auch auffällt, ist, dass die Schriften in den Displays komplett überarbeitet wurden. Die sind jetzt echt sehr nah an denen vom echten A320 dran. Bei mir war die Performance schon vorher gut auf diesem NASA-PC, aber bei euch sollte jetzt auch das Ding eine ganze Ecke flüssiger laufen. Und endlich müssen wir auch nicht jedes Mal die GPU entfernen, wenn wir auf der Bahn spawnen, sondern können direkt losfliegen. Nur die Jogs sind leider immer noch standardmäßig dran, keine Ahnung warum. Naja, vielleicht im nächsten Update. Ansonsten wurde auch viel am LNAV und VNAV geändert, also vereinfacht gesagt das, wie sich das Flugzeug im Flug verhält, wenn es seine Route abfliegt. Auch die Sounds wurden komplett überarbeitet, ich fand die ja vorher schon gut, aber jetzt klingen sie echt nochmal viel besser, vor allem beim Takeoff, der Sound ist ein absoluter Traum. Hört mal rein. Im Cockpit hören sie sich sogar noch besser an, schaut euch das mal an. Das ist schon mega, oder? Wenn ihr ein Navigraph-Abo habt, dann gibt es jetzt auch ein neues AirPod-Overlay hier in den Charts. Dazu einfach im EFB auf die Route klicken und dann weit genug reinzoomen. Vor allem, wenn man halt auf Watzim und Co. fliegt, ist das echt hilfreich und schaut auch sehr, sehr cool aus. Es wurden auch lauter Kleinigkeiten gefixt oder angepasst, wie zum Beispiel der Bremsdruck der Parkbremse, die Stromstärke der Batterien beim Battery-Check und so weiter. Dinge, die ja beim normalen Fliegen eigentlich gar nicht auffallen, aber auch hier wurde eine Menge verbessert. Und wir können statt 164 Gästen jetzt auch 180 Gäste reinladen, um so noch voller nach Malle schippern zu können. Nice! Ich habe euch den Changelog wieder in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr das Ganze nochmal genau nachlesen, was sich geändert hat. Das wäre echt zu viel für ein einzelnes Video gewesen. Übrigens soll es nach dem Update jetzt direkt noch ein paar Probleme mit dem Phoenix und schwarzen Displays geben. Genauso wie manche Leute eine extrem hohe CPU-Auslastung bekommen. Das hat Phoenix aber auf dem Schirm und arbeitet daran. Wird also dann wahrscheinlich bald verbessert bzw. gefixt. Auch Icing am Flieger sollte jetzt kein Thema mehr sein und es wird von Phoenix empfohlen, die Turbulenzen auf Medium zu stellen. Falls ihr Texturmods oder andere Mods, die das Flugzeug verändern, installiert habt, nehmt die besser vorher raus, ansonsten kann es zu Problemen kommen. Liveries, also Flugzeugbemalungen, sind davon nicht betroffen. Ach ja, und der Expedite-Button, hier um schneller zu steigen, ist auch noch ein bisschen buggy. Das sollte auch irgendwann gefixt werden, also so lange nicht benutzen, wenn ihr keinen Raketenstart wollt. Aber ganz ehrlich, ich habe den eh noch nie benutzt. So viel jetzt erstmal zum Teil 1 der V2 und der ist schon mal echt sehr nice. Im September soll dann der zweite Teil des V2 Updates kommen und da können wir uns auch auf eine sehr coole Neuerung freuen, nämlich die IAE-Triebwerke. Bisher gab es im Phoenix ja nur die CFM-Triebwerke und jetzt werden wir dann auch noch eine weitere Option damit dazu bekommen. Die Triebwerke sehen nicht nur anders aus, sind auch anders aufgebaut und für den Piloten der größte Unterschied: man fliegt nicht mehr nach einer N1, wie hier bei den CFM-Triebwerken, sondern nach einer sogenannten EPR, einer Engine Pressure Ratio. Die ist vereinfacht gesagt der Differenzdruck zwischen dem Druck vorne im Triebwerk und hinten im Triebwerk. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber ich fliege viel lieber persönlich mit der N1, vielleicht auch nur wegen der Gewohnheit. Aber naja, mal schauen, wie das dann ab September klappt. Wann im September das Update kommt, weiß ich noch nicht und weiß auch kein anderer, wir müssen es also einfach abwarten. Und ansonsten hat Phoenix ja noch mehr angekündigt. Denn Ende des Jahres soll dann für knapp 40 britische Pfund noch ein A319 und ein A321 erscheinen, den wir dann auf jeden Fall auch testen können. Und damit haben wir dann noch mehr Möglichkeiten, vernünftig simuliert die 320-Familie im MSFS zu fliegen. Da freue ich mich also sehr drauf.
Auch da haben wir dann wieder beide Triebwerksoptionen zur Verfügung. Allerdings muss man dafür die Basisversion des Phoenix, also den A320, haben. Das werden also keine Standalone-Flieger sein, sondern es wird ein Erweiterungspaket sein, in dem diese beiden Flugzeuge dann für den Preis mit drinnen sind. Wenn wir jetzt dann noch irgendwann die Neos bekommen, dann haben wir als Airbus-Liebhaber echt fast alles, was wir auf der Kurz- und Mittelstrecke brauchen. Anfang nächstes Jahr kommt dann auch noch ein kostenloses Update, das für alle Flieger die Sharklets mitbringt, also diese moderneren Tragflächenenden, die so nach oben gebogen sind, im Gegensatz zu den aktuellen Wingtip-Fences, wie wir sie beim Phoenix hier sehen. Die haben wir dann auch für alle drei Flieger, also für den A319, 320 und 321. Ich persönlich freue mich extrem auf die nächsten Monate mit den ganzen angekündigten Updates. Wie geht's euch damit? Seid ihr auch hyped oder freut ihr euch mehr auf andere Flieger? Schreibt's mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten mega cool, dass jetzt endlich mal ein Update für den Phoenix kam und jetzt auch klar ist, wie die nächsten Monate mit dem Phoenix aussehen werden. Damit soll es das schon für dieses kleine Update-Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Dabeisein, sagt mir gerne, wie ihr das Update findet und vergesst natürlich wie immer Abo und Like nicht, alles für den Algorithmus. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie wir den A320 fliegen, schaut gerne auch mal bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hier hoffentlich bald zu einem neuen Video wieder, auch wenn es für mich in nächster Zeit etwas stressiger wegen einem neuen Job wird. Nichtsdestotrotz, macht es bis dahin gut, viel Spaß mit dem Update und den kommenden Updates und habt natürlich wie immer always happy landings.